Es wiederholte sich also das EM-Finale von 2017 in der U21-Kategorie. Damals gewann Deutschland mit 1:0 durch einen Kopfball von Mitchell Weiser. Es sollte heute wieder erfolgreich werden, doch die Spanier haben ein dickes Ausrufezeichen gesetzt beim 4:1 gegen Frankreich im Halbfinale. Da taten sich die Männer von Stefan Kunz gegen Rumänien beim 4:2 deutlich schwerer. Die Deutschen hatten aber die bessere Anfangsphase. Das ist Amiri über die linke Seite heute wieder im Startaufgebot. Der Flankenball auf Levin Öztunali. Wirklich gefährlich wurde es noch nicht, doch die Deutschen hatten richtig Spaß und spielten befreit auf. Öztunali, Waldschmidt leitet zu Florian Neuhaus. Der Versuch draufzuschießen kommt nicht durch. Dann die Flanke, perfekt geschlagen auf Moderhut. Und der macht in der 15. Minute das 1:0 für Deutschland per Kopf. Vallejo verhindert den Abschluss von Neuhaus, der dann eben diese geniale Idee zum Flankenball hat. Und der ist wirklich perfekt geschlagen. Jetzt musste Spanien liefern vor der Pause. Und das versuchten sie über Fornals. Die Flanke noch abgefälscht, Oyarzabal kommt ran. Aber kein Problem für Nübel, der den Ball hier ohne Probleme festhalten kann. Was der teilweise für Paraden hatte, das ist schon sagenhaft. Vor der Pause dann aber nochmal die Spanier. Das ist schlecht verteidigt, miserabel verteidigt. Pablo Fornals im 16er völlig frei. Das ist zwar gutes Passspiel bei den Spaniern, aber so frei darf Fornals da niemals vor Nübel auftauchen. Da bleibt er dann eiskalt und macht den Pausenstand von 1:1 klar. Die deutschen Fans waren dennoch zufrieden. Die Anfangsphase war stark. Zum Ende hin wurde Spanien stärker und so verdienten sie sich dann auch den Ausgleich durch eben Pablo Fornals. Im zweiten Durchgang aber die weiß gekleideten Deutschen wieder deutlich gefährlicher über Luca Waldschmidt. Antonio mit der Parade kann er nicht festhalten. Wichtig, dass er hier eingreift. Der Druck wurde weiterhin erhöht. Spanien ungewöhnlich abtastend und das mussten sie fast zu spüren bekommen. Aber immer wieder Antonio im Kasten, der Spanier hatte was dagegen. Keine Viertelstunde mehr zu spielen. Eckstoß von der linken Seite. Jonathan Tah, aber auch das sollte einfach nicht klappen. Es lief alles auf eine Verlängerung hinaus. Aber Deutschland kam nochmal in der 87. Minute von Spanien im zweiten Durchgang kaum etwas nach vorne zu sehen. Nunes versucht zu klären, macht es aber nicht ausreichend. Neuhaus auf der Hut. Und ein absolutes Traumtor macht die U21 der deutschen Nationalmannschaft zum Europameister. Der Hut-Doppelpack. Zweimal legt Neuhaus auf und so ist dieser Sieg nach 90 Minuten auch absolut verdient. Die zweite Halbzeit war klar in der Hand der Deutschen. Spanien muss sich nach einem guten Turnier, wo sie sich dann nach der Auftaktniederlage gegen Italien gut reingefunden haben, geschlagen geben und verliert hier im Finale.